Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit der Eintracht aus Braunschweig, die mittlerweile, ich glaube, seit 7 Spielen, 8 Spielen oder vielleicht sogar noch mehr sieglos ist. Und ausgerechnet heute kommt der Tabellenzweite, der FC Schalke 04, mal eben nach Braunschweig vorbei und möchte natürlich wertvolle Punkte im Meisterschaftskampf sammeln. Für die geht es um was? Für uns natürlich auch. Denn wir wollen die Klasse halten, denn mittlerweile ist unser Ziel eindeutig, der Klassenerhalt. Wir sind nur 3 Punkte weg, weiterhin, vom Relegationsplatz. Und da stehen wir wirklich nur, weil die Konkurrenz noch weniger gepunktet hat als wir. Das hat nichts mit unserer spielerischen Klasse in dieser Saison zu tun, sondern einfach nur, dass es noch andere Vereine gibt, die sogar etwas schlechter sind als wir. Mag man kaum glauben. Ihr habt vielleicht gesehen, gerade in der Startaufstellung mal wieder ein bisschen umgestellt auf unser Anfangssystem dieser Saison. 4-5-1 mit Thomas Rinkhorn als Sechser. Davor Toko und Boland auch wieder in der Startelf. Ein bisschen testen darf sein. Aber die Vaja bleibt vorne im Sturm Zentrum. Strategy wegen Formtiefe. Das erste Mal, glaube ich, unter meiner Leitung. Ich glaube, das wäre einer unserer ersten Neuzugänge, oder? JJ, als wir ihn damals von FC Evian verpflichtet haben. Ich glaube, das erste Mal, wo er nicht verletzt oder gesperrt ist und trotzdem nicht in der Startelf steht. Ja, sowas gibt es dieser Tage auch noch. Ansgar von Auenstein, der war schon lange nicht mehr Schiedsrichter bei uns. Vielleicht hat er ja mal ein bisschen Glück mit der Pfeife heute und pfeift für uns. Wir sehen es, nur 4 Punkte weg von einem direkten Abstiegsplatz. Ach ja, und Dominik Heinz ebenfalls zurück in der Startelf für Akpuruma, den die Presse aus irgendeinem Grund gelobt hat, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Tippfehler oder so, mit irgendeinem Akpuruma aus Kongo oder so verwechselt, aus der kongolischen Liga, man weiß es nicht genau. Hier ist auf jeden Fall Schalke mit Klaas-Jan Hüntel da vorne, Draxler haben wir vorhin noch im Bild gesehen, groß, natürlich auch Verfahren dabei, Höger Neustädter auf der Doppel-6, Ulreich, der Neuzugang aus Stuttgart im Tor. Die Schalker sind schon gut aufgestellt, auch in der Breite. Mal schauen. Schalke in Königsblau, wie immer, stößt an von rechts nach links. In den ersten 45 Minuten. Und sie kommen gleich mit Jefferson. Fahren. Den besten Techniker wahrscheinlich, den Draxler. Höger. Das ist der Fuchs, der Österreicher. Wieder links gesetzt, nachdem Dennis Aogo zum HSV zurückgekehrt ist, den wir bekannterweise für die nächste Saison verpflichtet haben. Allerdings weiß ich nicht, sollte Braunschweig jetzt wirklich absteigen, wechseln die 3 Spiele, die wir gekauft haben, dann trotzdem? Ich denke mal, das Gehaltsbudget wird dann um einiges nach unten gesetzt, sollte Braunschweig tatsächlich absteigen. Und dann sind sie wahrscheinlich gar nicht mehr finanzierbar vom Gehalt, ja? Würde mich interessieren, aber erleben möchte ich es trotzdem nicht. Und die Braunschweiger Fans natürlich auch nicht. Aber du bist der Grieche. Marco Höger. Christian Fuchs. Auf Tranquillo Vanetta. Auch der jetzt zurückgekommen von einer Leihgabe. Von Eintracht Frankfurt holt die Ecke gegen Thomas Rinkhorn. Und ich muss mal hier kurz das Licht machen. Hoppala. So. Dann sehe ich auch gleich viel mehr. Zum Beispiel die Schalke Tore schießt. Nein. Das möchte ich nicht sehen. Vanetta wieder. Marco Höger. Gute Performance, Cacic. Roland. Gegen Schalke natürlich habe ich extra ein bisschen defensiver als sonst aufgestellt. Und die war ja gegen Papadopoulos. Oh, der Ball kommt wieder nicht durch. Schade. Draxler. Neustädter, Verfangen. So weit vorgelegt. Rinkhorn macht die linke Seite zu. Toko. El Abdelawi. Roland. Mal zurück auf Toko. Und Seitenverlagerung. El Abdelawi. Und er sieht Roland starten. So geht er mit dem Kopf hin. Wäre eigentlich eine gute Position für einen Bodyschuss gewesen. Schon vertan. Neustädter.
auf Maxa. G1. Und wieder Rincon zurück, nachdem er die letzten beiden Spiele nur auf der Bank saß. Coco mit dem Kopfball, Roland. Coco. Und wieder Gnabry mit dem Ball auf Roland. Aber diesmal muss er mit dem Kopf hin. Aber der ist natürlich kein Problem für Sven Ulreich, der neue Nummer 1 im Schalker Tor. Kopfball in die Beine von Gnabry. Guter Flügelwechsel, Aluko. Probleme bei der Ballannahme. Dominik 1. Und Boland versucht zu schicken, aber ein Schalker Bein dazwischen. Wieder der Ex-Lauterer, Dominik 1. Boland. Aluko. Vorbei an Uschida, aber leider mit dem Ball in Seiten ausgelaufen. Schade. Marco Höger. Fuchs. Und Vanetta bekommt den Ball gegen die Hacken. Deswegen ein Wurf für El Abdelawi. Wieder Ball der Norweger. Oma El Abdelawi. Roland. Schickt Aluko. Gut gegen Uschida. Aber zwei Schalker sind dann doch zu viel. Papadopoulos hat einen robusten Körper, den dem muss man sich erstmal körperlich behaupten können. Und wieder Fafan, der Peruaner. Solche Künstler, lange im Diensten vom PSV Eindhoven. Uschida. Der hat ja auch eine Zeit lang auf unserer Scouting-Liste. Der Vertrag läuft ja aus. Aber rechts hinten sehe ich jetzt nicht so unbedingt den Bedarf an Neuzugängen. Aber Uschida macht das gut. Aber dann kommt er doch nicht zur Flanke. Rincon. Uschida fehlt natürlich jetzt hinten. Roland. Mit dem guten Ball. Aber die war ja dann gegen zwei, drei Schalker. Das sind dann doch zu viele für ihn. Hat halt ein schwieriges Standing da vorne als einzige Spitze. Aber trotzdem 9 Saisontore. Lässt sich schon sehen für seine erste Saison. Und sind ja noch ein paar Spiele zu spielen. Höwedes, der Kapitän. Christian Fuchs. Schalker sehr geduldig in ihrem Aufbauspiel. Höger. Uschida. Neustädter. Wieder Höger. Viele Ballkontakte. Neustädter läuft in Position. Aber verliert den Ball. Bicacic. Roland. Auf Toko. Komm. Oh. Ist zwar schnell, aber nicht so schnell. Schade. Wieder Marco Höger, der Antreiber hier. Ein Schalker Spiel. Könnte da. Dann Netta. Selten zum Flanken, aber jetzt mal. Und gleich die Kopfballchance für Draxler. Von ihm noch kaum etwas zu sehen. Während schon die Nachspielzeit der ersten Hälfte läuft. Coco. Nabri. Ach, was war das denn? Coco. Maela Pelaui. Natürlich so offensichtlich wie gewöhnlich als Außenverteidiger. Aluko weiter auf 1 und er mit einer guten Flanke. Ich weiß gar nicht, wer in der Mitte war, ich glaube Roland, der immer gerne mal da in die vorderste Spitze rennt, anstatt dass mal Marco Lidaya, der eigentlich kopfballstark ist, dort steht. Schade. So 0:0 torlos zur Pause gegen die Tabellenzweiten, auf jeden Fall akzeptabel. Und das Remis will ich auf jeden Fall mitnehmen. Hier die anderen Ergebnisse des Tages. Lautern verliert, Köln verliert, wunderbar. Dann würden wir momentan, wenn es denn beim 0:0 bleiben würde, immerhin einen Punkt gewinnen. Schalke mit mehr Ballbesitz, das war aber zu erwarten.
Aber nur ein Torschuss bislang. Ich denke, wir werden erstmal so weiterspielen im Gegensatz zu den Schalkern. Die sind natürlich mit diesem 0:0 nicht zufrieden. Wir werden deswegen wahrscheinlich offensiv auswechseln. Oh, und zwar überraschend. Es kommt Klingenburg. Ein Nachwuchsspieler aus der Schalker Nachwuchsabteilung für Vanetta. Interessanter Wechsel. Mal schauen, wie es weitergeht. Braunschweig weiterhin in Gelb und Blau. Jetzt von rechts nach links mit Gnabry. El Abdelawi läuft mit. Gut gedachter Ball. Tick zu kurz. Für Marco Libaya. Könnte da. Gut gekämpft von Aluko. Der Bogart ist das. Das ist ein Korn. Aber der muss es alleine versuchen. Leider hat sich noch keiner freiläuft. Aber macht er gut. Der kann technisch was, der Korn. Vernünftige Flanke. Aber die Bayer kommt nicht ran. Schade. Jetzt muss Topo dazu machen. Bahan. Heinz mit nach innen gerückt. Deswegen Neustädter mit Platz. Aber gut gekämpft. Von Dominik Heinz. Macht sich da heute gut als Linksverteidiger. Offensiv natürlich nicht mit den Mega-Aktionen nach vorne. Aber muss er auch nicht heute. Schalke 04. Braunschweig lauert natürlich auf Konter. Er hat sich auch immer zu gegen Klingenburg. Christian Fuchs, der kann gut flanken. Hat ordentlich IV drauf, spielt aber kurz. Und nochmal zurück auf Klingenburg. Ah, unter Druck gesetzt von Gnabry, sogar ein Foul von ihm entschieden, aber erstmal Vorteil. Aber El Abdelawi macht das gut gegen Christian Fuchs, Abstoß für Tobias Sippel gegen Julian Draxler, hier gerade oben links eingeblendet, eins der größten weltweiten Talente, die es gibt. Rincon, gut dazwischen, macht heute wieder ein gutes Spiel. Ich denke, es war eine gute Entscheidung, ihn hier im heutigen Spiel mit reinzunehmen. Und das war scheiße. Zwischen zwei Mitspieler hindurch. Keine Ahnung, für wen der gedacht war von den beiden. Aber er bekommt, oder keiner von den beiden bekommt diesen Ball. Und deswegen Einwurf Schalke und die ziehen ihren nächsten Angriff auf. Mit Fafan. Mit Ushida. Und das macht er gut. Neustädter und dann endlich mal geklärt von Dominik Heinz war es, glaube ich. Roland. Gnabry, langer Ball, zu lang. Klingborn wollte mal mit nach vorne kommen. Und leider für umsonst. Bisschen Fuchs. Und da ist wieder Rincon. Oh. Und nochmal Rincon. Genau das erwarte ich von ihm. Wadenbeißer geht jeden Ball hinterher. Gibt einfach nicht auf. Dominik Heinz. Roland. Ibaya. Julian Draxler. Klingenburg. Christian Fuchs. Draxler wieder auf seinem linken Flügel. Auch wenn er hier offensichtlich zentral eigentlich spielt. Neustädter. Hat er gut gespielt, kein Abseits. Aber wie Čačić. Hat immer kurz im Linienrichter geschaut. Und das sind manchmal vielleicht die fehlenden Millisekunden, die dann fehlen. Aber da war er gerade gut zur Stelle. Aber wir kommen einfach nicht an den Ball. Schalke nicht umsonst auf Tabellenplatz 2. Höger. Fuchs für den Antritt. Gefühl für 80% Ballbesitz. Wenn die Wahl ja da mal nicht pennen würde, könnte er sogar rankommen. Und jetzt holt er ihn sich auf. Man muss ja nur ab und zu mal ein bisschen schimpfen. Toko, raus auf Roland. Schalke schon wieder mit einem Mann versammelt, inklusive Fafan.
Ping Pong. Das war gut, Aluko. Dominik Heinz. Braucht sich was. Aber Flanke kommt nicht. Anfahren vorbei. Oh Mann, fast abgefangen. Aber nur fast. Deswegen Konter über Neustädter. Das ist nicht der schnellste. Aber anscheinend schneller als Heinz. Draxler. Und der holt die Ecke. Ich möchte mal eben wechseln. Kurz vor Schluss, 7 Minuten. Gnabry schon wieder völlig im Eimer. Was die Kondition angeht. Boland ebenfalls. Dann werden wir gleich mal dreifach wechseln. Wieso nicht? Und zwar Zuriak einfach mal auf den rechten Flügel. Ich weiß nicht, ob er das kann. Aber egal. Nochmal ein paar Konterspieler hier einwechseln. Die vielleicht nochmal einen Todesstoß eventuell geben können. Sollte die folgende Ecke nicht den Weg ins Tor finden. Schalke wechselt auch einmal. German Jones. Eine der unsympathischsten Spieler, sagen wir es mal so, der Bundesliga. Und das ist Zuriak. Für den ersten Balleroberung. Schrivas. Und das war schlecht. Das kann ich nicht anders sagen, das war schlecht. Und Höger, der darf sich da mal wieder durchtanken. Aber das war abseits. Thank you.
heiße Luft, wahrscheinlich ausgebrannt. Vielleicht auch zeitgemäß und wir sind gar nicht schuld daran, dass niemand mehr von uns für irgendetwas brennen kann. Legenden sterben jung, die meisten stumm und arm. Und erst in 100 Jahren Zeit zu überlegen, ob das Leben eine Scheibe ist. Wenn du's weißt, geil für dich. Wir lachen nicht, heben es auf. Irgendwann wird unser Himmel schon blau. Denn am Ende wird alles wieder gut. Und solange es uns nicht gut geht, können wir das Ende nicht sehen. Können wir das Ende nicht sehen. Denn am Ende wird alles wieder gut. Und solange es uns nicht gut geht, können wir das Ende nicht sehen. Denn am Ende wird alles wieder gut. Und solange es uns nicht gut geht, haben wir auch kein Problem. Und wir springen, sehen uns auf die Fresse fliegen. Doch lieber fliegen als Seidenhemden gerade bügeln. Nicht mal ansatzweise unsere Kragenweite. Lieber voll als schon im Ansatz. Zelebrierte Langeweile. Große Worte, keine Taten. Kleine Fische, großer Magen. Weiter warten. Und in 70 Jahren der wohlverdiente Stempel auf dem Masterplan. Denn am Ende